Der ein oder andere wird sich bestimmt an dieses Fahrzeug erinnern können. Ja, sie war schon mal bei mir, ist jetzt wieder da, weil, zeige ich euch dann auch wieso, der Kunde hat auf mein Anraten sich dazu entschieden, einen neuen Herzkasten verbauen zu lassen. Um welchen es sich genau handelt, zeige ich euch gleich. Und wir werden bei der Kleinen den Ziehkeil noch tauschen, weil sie hat ja ein Fünfganggetriebe und hat Probleme, dass sie die Gänge verliert. Und ja, der Ziehkeil ist jetzt nicht mehr der beste. Das heißt, den werden wir auch noch tauschen, aber dafür den Motor nicht zerlegen. Wird eine coole Nummer, wird eine heiße Nummer. Ob es klappt oder nicht, seht selber. Jetzt machen wir erstmal eine Eingangsmessung, geräuschmäßig, wie sie klingt mit dem jetzigen Luftfilter, den zeige ich euch jetzt auch gleich noch in Detailaufnahmen. Ich fahre hier einmal hoch und runter und dann verbaue ich den neuen Herzkasten, den seht ihr natürlich vorher noch. Und dann machen wir nochmal eine Testrunde und schauen, ist sie leiser geworden oder nicht. Seid gespannt, bis gleich. Zeige ich euch zuerst mal, und zwar hat diese hier einen offenen Sportluftfilter verbaut. Der Besitzer meint, er hätte das Moped auch schon so gekauft, und leider Gottes haben sie hier den Luftfilter, hatte ich ja schon ab, haben sie hier in den Herzkasten ein riesen Loch reingesäbelt. Und da sage ich, klar, man könnte es mit einer Platte fixieren, also quasi drauf kleben, nieten, schrauben, wie auch immer, einen Stutzen nachfertigen, aber das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Neuer Herzkasten ist nicht so teuer, aber wir haben was Besonderes und da gehe ich gleich drauf ein. Ihr lauscht jetzt einfach mal, wie laut das ist und ob sie besser wird. Wir werden sehen. So, schmeißen wir die Kleine mal an. Okay. Wie man gehört hat, sehr laut. Also die Ansauggeräusche sind, ja, sie klingen zwar kernig, aber für 70 Kubik ein bisschen arg laut. Und das, hoffen wir, wird besser. Also ich gehe auch schwer davon aus. Und zwar habe ich hier, wie üblich von ETHS, den neuen Herzkasten. Aber es ist nicht irgendein Herzkasten. Das ist ein besonderer Herzkasten, und zwar mit großer Luftführung. Der originale hat ein Innenmaß von, ich glaube, bei 27 mm und der hat 37, also richtig dicke Luft. Dann haben wir hier den Filo Sportluftfilter Umbau schon original, ist so verbaut, ist auch hier schön, ne, original vernietet, verschraubt,
Den bauen wir ein. Dazu brauchen wir natürlich auch eine passende mitgelieferte Ansaugmuffe. Hier steht es auch dran. 40 mm auf 28. Weil da passen ja die Originalen leider nicht drauf. Können wir auch mal vergleichen. Moment, ich schau mal eben schnell, ob ich einen habe. Den packen wir dann gleich aus. Schauen wir mal. Da haben wir doch, jawohl. Da ist ein Originaler. Cool. Mega. Genau, wenn ihr jetzt mal schaut, das hier ist ein Originaler, eine originale Muffe. Und hier im Vergleich die große, ja, also man sieht der Lufteinlass bzw. der Kanal ist doch größer, ja, strömungsoptimiert schätze ich sogar. Und ja, das verbauen wir. Geil. So. Eigentlich wollte ich es mir auch ersparen, den Auspuff abzunehmen. Geht aber nicht, weil, da mal so reinschaut, da ist nicht unbedingt viel Platz. Also, schnell einen Auspuff runter. Dann beide Deckel ab. Ich mache einen Zeitraffer draus, weil ich lasse jetzt auch die Heizung laufen. Hier drin ist echt schweinekalt. Es ist leider nicht allzu viel Platz in der Werkstatt. Sie kann auch nicht auf die Bühne. Denn da ist noch Jannis seine Maschine drauf. Da muss ich dann auch noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Das kommt aber alles jetzt dann auch demnächst. Also wie gesagt, Auspuff runter, Seitenverkleidung ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Zeitraffer und let's fets. So, im Zeitraffer habt ihr jetzt gesehen, wie ich es ausgebaut habe. ja, ich zeige euch gleich noch das Moped. Sehr, sehr interessant. Ja, erstmal zum Herzkasten. Hier haben sie, ja, wie ihr auch schon gesehen habt, den Stutzen, also den Stutzen hier, rausgetrennt, rausgeflext, mit dem Dremel, whatever. Sonst wäre eigentlich noch ganz okay, aber wie man ja auch hier jetzt sehen kann, habt ihr ja auch beim Video von der S83 gesehen, der Ansaugbereich hier zu dem Ansaugbereich von dem offenen Filoluftfilter ist halt bedeutend größer und dann eben wie gesagt die große Muffe. 40er Außendurchmesser, 37 innen. Das ist schon, ja, ist schon ganz ordentlich. Von der Oberseite drehen wir den mal genauso. Können wir sehen, es ist nicht viel Unterschied. Die zwei Luftöffnungen, also das quasi die Luft in den Herzkasten einströmen kann, wie auch hier oben. Ja, also hier sieht man schön. Den anderen fasse ich nicht an, weil da ist, ja, ihr seht selber ziemlich viel Öl und so weiter.
Also hier ist einmal eine Luftdurchführung und einmal hier die untere, das untere Loch, also quasi das hier. Das geht dann hier unten rein. Das ist ein Kanal, der ist offen. Ja, der hier. Zip. Und damit bekommt quasi, kommt die Außenluft in den Luftfilter, in den Herzkasten, wird dann durch den Luftfilter gezogen und die gefilterte Luft geht dann zum Vergaser. Genau. Hier oben nicht nur Belüftung, sondern auch Kabeldurchführung für die rechte Seite und hier die Kabeldurchführung für die linke Seite. Die hier ist ein bisschen anders geformt, tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, funktioniert deswegen genauso. Jo. Zum Moped, ihr habt es ja bestimmt im Zeitraffer gesehen, ich habe auch Bilder gemacht, ich blende die noch ein. Was ein Zündschloss. Original S51 nicht. Also hier war auf jeden Fall ein sehr kreativer Mensch am Werk. Ich habe keine Ahnung, woraus so ein Zündschloss mal gewesen sein könnte. Aber auf jeden Fall sehr sportlich, einfach eine Plexiglasscheibe genommen. Hier ein bisschen, na, ich hoffe mal keine Auspuffdichtung, weil das ist einfach Kupfer. Kupferringe. Und das Ding da reingezimmert. Jo, kann man mal machen. Okay, dann Elektrik, habt ihr ja auch gesehen. Ist jetzt nicht original, es sind ja auch keine Blinker und alles verbaut, das wollte auch der Besitzer nicht. Deswegen habe ich das auch, wo sie das erste Mal bei mir war, gar nicht mit verbaut. Sie sollte nur laufen, das haben wir ja gemacht. Sie läuft auch sehr, sehr gut. Qualmt jetzt wieder wie Sau die Zündkerze. Ich habe sie vorhin rausgedreht, habt ihr bestimmt gesehen. Dobraben schwarz. Liegt unter Garantie an dem offenen Luftfilter, weil die lassen sich so schlecht einstellen. Unglaublich. Gut, also nicht lange schnacken. Ich baue jetzt den Herzkasten wieder ein, den neuen. Und dann packen wir die ganzen Verkabelungen wieder rein. Und dann Auspuff wieder dran. Oder beziehungsweise nein, der Auspuff bleibt noch ab. Denn ich möchte gern den Ziehkerl vorher noch tauschen. Genau. Und dann kommt der Auspuff wieder dran. Jo. Also. Ich baue den neuen Herzkasten ein. Ihr seid wieder im Zeitraffer mit dabei. Ich werde die Kamera jetzt nicht unbedingt mehr groß tauschen. Ich mache auch nur einen kurzen Zeitraffer draus. Okay, soweit haben wir jetzt den Herzkasten wieder drin. Die Verkabelung ist wieder komplett. Bevor ich jetzt hier die Seite wieder aufstecke und verschraube, werde ich jetzt den Ziehkeil noch eben schnell wechseln. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Genau, dann lassen wir es auch laufen, weil es ist mittlerweile dunkel geworden. Wir haben es jetzt 18 Uhr. Und bevor ich jetzt den Auspuff anbaue und muss ihn dann doch wieder abbauen, lassen wir das einfach so. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal Feierabend und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.